Jetzt wieder heiter von dann. Ich bin Elseher, ich bin ein parapsychisches Phänomen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber passen Sie auf. Die Computerleute von Lutz wollen jetzt den Code knacken. Lutz hält ihn für einen Serienräuber. Ich sage dir, der ist nicht ganz dicht. Lutz ist nicht ganz dicht? Doch nicht Lutz, unser Alphabetkiller. Das glaube ich nicht, dazu ist er zu clever. Was habt ihr noch auf Lager? Eine ganze Tüte mit Patronenhülsen, die wir nach dem Raubüberfall bei Adriano gefunden haben. Das sind 44er Automax. Die werden nicht mehr produziert, weil sie kein Mensch bezahlen kann. Das ist eine Patronenhülse von einem 308er Gewehr. Sie verkürzen die Dinger, sodass sie in eine 44er passen. Wer das hier fabriziert, hat richtig Ahnung davon. Oh, Scheiße. Schnell, pack alles zusammen. Warte, was ist los? In Ordnung, Herrschaften, Showtime. Was zum Teufel ist hier los? Und wer sind Sie? Chief, das Sie sollen die Klappe halten, Rosewood. Mein Name ist Johnny Wishbone. Johnny Wishbone. Und ich bin Hellseher von der Insel St. Croix. Sie haben richtig gehört, Hellseher von der Insel St. Croix. Und ich habe in der St. Croix-Gazette gelesen, dass die Polizei von Beverly Hills Probleme bei der Aufklärung von Verbrechen hat. Und ja, da bin ich nach Beverly Hills geeilt, um ihnen zu helfen. Und die sagen mir jetzt, sie wollen meine Hilfe nicht haben. Dann gehe ich jetzt wieder heiter von dann. Ich bin Hellseher, ich bin ein parapsychisches Phänomen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber passen Sie auf. Ihr Name ist... Lutz, richtig! Chief Lutz ist Ihr Name, sehen Sie? Ihr Name hämmert mir durch den Schädel und Ihr Name ist, Biddle? Biddle ist richtig, die Spielverderberin. 2 Sekunden hätte ich Sie gesagt. Ich weiß alles, ich kann sogar Gedanken lesen, denn ich bin Johnny Wishbone, der Übersinnliche. Und wenn Sie mich brauchen sollten, dann denken Sie einfach an Johnny Wishbone und ich eile herbei. Lutz und Biddle, klingt mir dick und doof. Entschuldigen Sie mich, Gentlemen. Ich muss jetzt wirklich los. Auf Wiedersehen. Ihr Name ist Johnson, nicht wahr? Darauf können Sie stolz sein. Es gibt noch schlimmere Namen. Was zum Teufel ist hier los? Ist das ein Irrenhaus? Ich nehme Ihnen die Dienstmarken ab, wenn Sie sich nicht sofort bei der Verkehrspolizei melden. Raus hier! Ich habe mir fast in die Hosen gemacht, als ich Axel zum ersten Mal gesehen habe. Der hat 9 Leben, ich nicht. Seid ihr fertig? Dann können wir gehen. Ach, kommt, ihr beide wisst doch, dass Lutz nur auf den Putz haut und Biddle ist genauso ein Blindgänger wie der. Die rauche ich doch in der Pfeife. Der kriegt den Alphabetkiller nie, weil er keine Klasse hat. Wir drei müssen das übernehmen, Mr. Logo. Einer für alle, alle für einen. Lutz ist gerade dabei, uns vor die Tür zu setzen. Dann verliere ich meine Pension und meine Krankenversicherung. Ich muss eine Frau und 2 Kinder durchfüttern, Axel. Du hast nur 2 Kinder und nicht eine Frau und 2 Kinder. Halt die Klappe, Billy. Vielleicht kommt sie wieder zurück. Maureen lässt sich zum 2. Mal von ihm scheiden. Sie wohnt wieder bei ihrer Mutter. Vor 2 Jahren. Da hätte ich fast meinen Job verloren, doch Bogomil hat seinen Kopf für mich riskiert. Und jetzt liegt er bewusstlos im Krankenhaus. Ich werde doch nicht nach Detroit zurückfahren, ohne ihm zu helfen. Und was ich so schockierend finde, ist, dass seine Männer nicht mal die geringste Loyalität besitzen. Okay, okay, komm mir jetzt bloß nicht mit diesem Schwindel von wegen Loyalität. Andy und ich haben damals zusammen angefangen. Okay, okay. Wenn wir es machen, muss es heimlich, still und leise geschehen, ohne großen Wirbel. Billy und ich, wir sollen uns bei der Verkehrspolizei melden. Kannst du dir das vorstellen? Ich mach mich gleich nass. Wo hast du denn die hier? Axel, du hast Beweismaterial entwendet. Es gab doch jede Menge davon. Ich habe nur eine eingesteckt. Wieso? Weil in Polizeikreisen sowas als Spur gedeutet wird. 2 oder 3 Leute sind in der Lage, solch eine Qualitätsarbeit zu machen. Wir zeigen sie rum und irgendjemand wird sie wiedererkennen. Großartig. Und wer sind diese 2 oder 3 Leute? Das ist ja die absolute Härte. Ich denke, ihr seid hier zu Hause. Thank you.